Herzlich willkommen, Sandra Westermann, CEO und Gründerin von Superheldin. Hallo, Sandra. Hi, Ja, hallo. schön, dass ich hier sein darf. Du hast Superheldin im Jahr 2019 aus eigener Not heraus gegründet. Vielleicht erzählst du ganz kurz, ganz schnell, außerhalb der 100 Sekunden, wie es dazu kam und zwei, drei Sätze zu dir selbst. Genau, also ich bin Mutter geworden und habe ehrlicherweise einfach keinen Job gefunden, keinen Job, der familienfreundlich für mich schien. Ich war auf allen Jobbörsen sehr, sehr unzufrieden, habe mich nicht angesprochen gefühlt durch die Anzeigen dort, durch das Ganze, ja, durch alles eben. Und habe dann irgendwann mich mal umgehört und es ging sehr, sehr vielen Müttern so und dann habe ich Superheldin gegründet. Alles klar, cool. Dein Pitch heute nutzt du natürlich dazu, uns dein Superheldin-Baby, also nicht das richtige Baby, sondern dein Projekt, wie man ja im Baumarkt-Jargon sagt, vorzustellen. Das Thema also Female Recruiting, Jobbörse, Superheldin. Du hast 100 Sekunden ab jetzt. Also erstmal schön, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Sandra Westermann. Ich bin die Gründerin von Superheldin. Wir sind Superheldin und wir sind eine Jobbörse. Wir sind vor rund 2 Jahren als Jobbörse für Mütter gestartet. Im Laufe der Zeit haben wir allerdings festgestellt, dass das Thema auch für Frauen ab 25 sehr wichtig ist. Und zwar ist es auch in diesem Alter schon wichtig, in einem modernen Unternehmen zu arbeiten, für die das Thema frauenfreundlich und familienfreundlich fest in den Unternehmensrichtlinien verankert ist. Deswegen haben wir uns mittlerweile zu einer Jobbörse für Female Recruiting etabliert. 61% unserer Userinnen sind zwischen 25 und 44, 99,6% sind weiblich. Das ist das, was sie bei uns bekommen. Deutlich mehr Leistung für einen geringeren Preis. Ihre Stellenanzeigen gehen ins gezielte Online-Marketing, werden auf den lokalen Instagram-Accounts gepostet, wenn gewünscht auch im Hauptkanal. Wir beraten Unternehmen bei der Formulierung der Anzeigen, denn dort startet in unseren Augen das Thema Female Recruiting. Und das Beste, eine Anzeige auf Superheldin ist automatisches Employer Branding. Employer Branding in diesen Zeiten ist vor allen Dingen Diversität. Und dafür stehen wir als Jobbörse. Dieses Image haben wir uns die letzten 2 Jahre aufgebaut. Digitalisierung, klimaneutral, aber vor allem Diversität. Und die finden Sie bei uns. Das ist Superheldin. Hey, du hättest noch 25, 24, 23 Sekunden. Ja, wenn man es vorher mal skriptet und timet, in real life spricht man in der Regel ein wenig schneller. Ich war mal bei 5 Minuten, also ist das jetzt nicht schlecht. Ja, alles klar, also ist der Aufzug heute ein bisschen schneller gefahren. Zeit für Ihre Fragen. Ich lasse den Timer trotzdem runterlaufen, weil nur dann kann ich ihn besser resetten und dass Sie hören. So hört sich das an, wenn das hier vorbei ist. War froh, dass ich vorher fertig war, mal ganz kurz. Also, wir haben noch 3 Minuten für Fragen. Die starte ich dann mal jetzt und gucke mal, was so reinkommt. Die klassische Erstfrage natürlich. Was kostet denn so eine Anzeige bei euch? Also wir starten bei 499 €. Das ist, wenn man klassisch eine Anzeige bucht. Es gibt natürlich auch einen Willkommensrabatt. Und dann ist es ehrlicherweise auch sehr, sehr viel individuelle Absprache, weil die meisten auch mehr als eine Anzeige buchen. Und bei uns gibt es auch ein Abo und ein Flatrate-Modell. Also da ist alles drin. Wie kam es zum Namen, wird hier nochmal dezidiert gefragt. Das ist natürlich ganz klar, weil Frauen bzw. Mütter sind Superheldinnen, so wie ich damals gestartet bin. Und das ist, ja, kam mir in den Sinn, nachdem ich mit mir selber 2 Tage gebrainstormt habe. Okay. Sind die Anzeigen strukturiert gestaltet oder werden diese in HTML veröffentlicht? Also habt ihr eine Struktur, ähnlich wie StepStone, wo ich ja Dinge vordefiniert habe, oder ist das völlig frei? Nee, also wir haben, das ist ehrlicherweise völlig frei. Also Unternehmen, die uns jetzt was zuschicken, einfach ein PDF, da kommt es dann in unser Layout rein. Aber wir haben zum Beispiel auch mit der Allianz, die haben ihr eigenes Layout und das läuft automatisiert dann rein und ist in deren Layout auch. Also ist alles möglich. Okay, automatisiert heißt auch über Schnittstelle an der Stelle. Genau, ja. Okay. Was haben wir hier? Interessant für Luft- und Raumfahrtbranche, vor allem Bereich Engineering, Fragezeichen. Also habt ihr Kandidatinnen aus dem Bereich Ingenieurinnen? Ja, also wir haben alles, weil wir auch tatsächlich gezielt in regelmäßigen Abständen Online-Kampagnen starten, um aus allen möglichen Branchen die Frauen einzusammeln. Und deswegen haben wir auch in dem Bereich Userinnen. Hier kommt eine Frage, die ist mir auch gekommen. Inwieweit ist das eigentlich positive Diskriminierung? Kann ich mich als Mann registrieren? Ist das mit dem AGG vereinbar, wenn du eine Jobbörse nur für, oder, aber wahrscheinlich ist nur der Fokus auf Frauen, oder?
wir schreiben die Stellen ja trotzdem in MWD aus, logischerweise. Aber natürlich sind auch Männer willkommen. Wir haben auch registrierte User und wir haben auch im Social Media tatsächlich 10% Männer, die uns folgen. Das ist auf der Website ein bisschen anders, aber natürlich ist jeder willkommen. Ganz klar. Ja. Das sage ich auch immer. Es gibt ja auch alleinerziehende Männer oder Männer genau. In Elternzeit oder ähnliches. Auch viele Väter, die natürlich auch einen familienfreundlichen Job suchen. Ja. Was ist mit den Frauen über 44 Jahre? Denn in der Regel müssen diese heute noch immer auch einspringen, wenn Eltern unterstützungspflegebedürftig werden. Weshalb seht ihr diese Frauen über 44 nicht als eure Zielgruppe? Die sind auch unsere Zielgruppe. Es ist einfach, ich habe jetzt die Zahl eben erwähnt, weil das einfach 61%, also mehr als die Hälfte ausmachen. Also wir haben immer noch, glaube ich, 15%, die dann noch bis Ende 50 gehen. So, das waren die Fragen. Eine schiebe ich noch ganz schnell hinterher, weil du sie wahrscheinlich schnell beantworten kannst. Wie viele Besucher gibt es pro Monat auf der Seite? Es sind zwischen 15.000 und 25.000. Es hängt davon ab, was wir für Pressenennungen haben. Und genau, deswegen ist die Reichweite so strukturiert. Aber es ist qualitativ sehr, sehr hochwertiger Traffic, den wir haben. Alles klar. Okay. Die anderen sind noch zwei Fragen offen geblieben. Beantworten wir dann schriftlich oder geben sie an dich weiter, dass du sie beantworten kannst, den Fragestellern. Erstmal hier ganz, ganz vielen Dank. Wir sehen uns gleich nochmal am Ende ganz kurz. Tschüss. Danke, ciao.